Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de und wir kochen heute mal wieder etwas. Wir machen heute gefüllte Kroketten und der Jock hat schon ein bisschen was vorbereitet. Als erstes haben wir hier Hühnchenfleisch, ganz, ganz fein geschnitten. Das ist schon mariniert. Mit Hoisin-Sauce, Ketchup, Manis und Dark Sojasauce. Dann hat sie hier etwas Petersilie schon klein gehackt, Knoblauch, rote Zwiebel, Sambal Oleg, Karotten klein geschnitten in kleine Würfel. Lauch, Zwiebel, Muskatnuss und Pfeffer. Die nimmt sie jetzt in die Hand. Okay, ein bisschen Salz brauchen wir auch noch. Öl, zwei Eier und ein bisschen Paniermehl zum Panieren am Ende. Dann hat sie hier Kartoffeln gekocht und schon mal eine Runde gepellt. Die gepellten Kartoffeln müssen jetzt gestampft werden. Ist nicht immer ganz so einfach. Wenn sie da jetzt nicht gleich ein bisschen Flüssigkeit zutut, dann wird es ein bisschen einfacher. So, jetzt tut sie da noch mal schnell ein Ei dazu. Verquirlt das Ganze und tut da jetzt ein bisschen Salz hinzu. Ein bisschen Pfeffer, damit es schön würzig wird und ein bisschen Muskatnuss. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber es ist immer noch ziemlich fest, der Teig. Ich glaube, da muss mal ein bisschen Flüssigkeit dazu. Jetzt wird das Ganze ein bisschen geknetet. So, dann doch ein bisschen was an Flüssigkeit dazu. Ein bisschen Milch. So, weiter verquirlen, kneten, damit das einen schönen Teig ergibt. Für die Füllung brät sie jetzt ein bisschen rote Zwiebeln an, tut dann den Garlic dazu. Das Ganze schön anbraten. Und dann kommen da die Karotten dazu. Die brauchen ein bisschen Zeit. Ich mache da ja immer noch ein bisschen Wasser zu, damit das ein bisschen schneller geht. Jajok macht das nicht. Die macht das halt auf die herkömmliche Art und Weise. So, da kann man sehen, wie es brät. Sieht doch schon mal richtig gut aus. So, jetzt kommt das Hähnchenfleisch dazu. Wie gesagt, das ist schon vormariniert und gewürzt. Das schmeckt schon ganz geil dann. So, alles schön miteinander verquirlen. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt kommt da wieder ein bisschen Sambal dazu, damit das Ganze mal ein bisschen mehr Kraft bekommt. Kann man ja immer so viel reintun, wie man selber halt auch mag, ne? Also wer gerne scharf isst, macht halt ein bisschen mehr. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. So, die Standardgewürze gehören halt auch da hinein. Wir wollen ja so eine nette Farce bekommen, die wir da gleich schön als Füllung benutzen können. Das Ganze braten wir schön noch weiter an, bis es dann halt fast fertig ist. So, dann kommt da jetzt
noch schön die Frühstückszwiebeln rein und die Petersilie am Schluss. Das Ganze wieder gut vermengen, damit das halt wirklich eine schöne Masse wird. Das sieht richtig gut aus. Da ich das ja jetzt nachvertone, weiß ich natürlich schon, wie super geil das schmeckt. Jetzt wird Jajuk eben den Teig nochmal neu kneten, mit so ein bisschen Kartoffelstärke dazugeben, damit der Teig nicht ganz so klebt. Und macht da dann kleine runde Kügelchen von. Und die werden dann so in der Hand zu so einem kleinen Pfannkuchen gemacht, ganz gleichmäßig. Und dann füllt sie da etwas von unserer Farce hinein. Und jetzt kommt das, was ich immer nicht kann. Verschließt mit ihren kleinen geschickten Fingerchen diesen Pfannkuchen. Das ist halt so ein ovale Krokette wird. Genau. So, da liegen ja schon zwei, drei, die man sehen kann. Und da ist schon wieder eine fertig. Das nächste Video, was ich jetzt hochladen werde, wird wieder ein Reisevideo von uns sein, wo wir auf Teneriffa sind. Schaut es euch doch einfach an. Wir haben ja jetzt alle viel Zeit, wo wir auch ganz viel zu Hause sein müssen. Jajuk war jetzt ganz fleißig und hat ganz viele von diesen Kroketten gebaut. Das Fett ist da hinten in der Pfanne schon richtig heiß und jetzt werden die eben schnell in ihrer Panierstraße paniert und in die Pfanne getan. Und schon brät das Teil da. Das geht verhältnismäßig schnell. Also ich schätze mal so 45 Sekunden, dann ist das von der einen Seite schon schön braun. Ist natürlich immer abhängig, wie heiß das Fett ist und was für Fett man benutzt. Aber wir haben ganz normales Öl und also 45 Sekunden pro Seite. Dann muss man die halt wenden. Und von der anderen Seite auch noch ein bisschen anbraten. Mein Gott, sieht das geil aus. Richtig, richtig lecker. Während Jajuk da schwer am Arbeiten ist, kann ich ja hier noch so ein bisschen dummes Zeug labern. Also kocht doch einfach mal unsere ganzen Rezepte alle nach, die wir so gemacht haben. Ist ja nun schon eine ganze Menge. Aber ihr müsst halt auch zwischendurch ein bisschen Sport treiben, sonst werdet ihr so fett wie ich. Ja, das ist schon gar nicht so einfach. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man nicht rausgehen kann oder in die Sportanlagen, ist schon ein bisschen blöd. Also ich stelle mich regelmäßig auf den Stepper, den wir hier zu Hause haben, und dann muss da halt mal eine halbe Stunde gemacht werden. Nützt ja nichts. So, jetzt kann man sehen, wie die ersten da schon so fertig sind. Die nehmen wir da jetzt raus, lassen die so ein bisschen abtropfen, damit das nicht ganz so fettig ist. Und dann kann man die auch gleich verzehren, was ultra lecker ist. Und Jajuk ist da jetzt gerade so ein bisschen noch am Backen für uns. Die Dinger sehen ja richtig toll aus. Die Dinger heißen wie? Jajuk hat schon wieder ganz vergessen, was sie da gerade am Kochen ist. Also, die hat da jetzt gefüllte Kroketten gemacht. Ich finde, die sehen richtig geil aus. Ich kann euch die ja nochmal eben hier auf dem Tisch zeigen. Beziehungsweise hier liegen sie nochmal so halb roh. Die werden dann gleich in ihrer kleinen, Eier? in den Eiern gewälzt. Genau. Und dann hier in dem Paniermehl, also Panierstraße wollte ich gerade sagen. Und hier sind die dann nochmal im fertigen Zustand. Es ist sowas von lecker. Ja, sollte euch dieses Video gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert uns wie immer und schreibt uns Kommentare, damit wir weiterkommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
passt auf euch auf, werdet nicht Corona-krank und bleibt schön zu Hause. Kocht doch einmal diese Teile nach. Bringt doch viel Spaß. Ich wünsche euch was. Tschüss.